Zum Aufruf der Outlook Web App, Teams, was auch immer, rufe ich mehrfach am Tag die Internetseite portal.microsoft365.com auf. Du merkst schon beim Erklären, das ist eine riesenlange Internetadresse. Ich bin auf der Suche, wie ich schneller direkt in dieses Portal reinkomme. Markus, da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst im Browser einen Favorit ablegen oder es gibt eine zweite coole Funktion über den Edge-Browser. Lass uns das mal zusammen machen. Wenn du, wie gesagt, keinen Favoriten in deinem Browser anlegen möchtest, rufst du einmal die Seite noch auf, gehst dann rechts auf die drei Punkte und wünschst dir Apps. Und jetzt besteht die Möglichkeit, dieses Portal als App zu installieren, sodass du sie unten in die Taskleiste oder auch in dein Startmenü ablegen kannst, sodass du ganz, ganz schnell das Ganze erreichst. Klick dazu einfach auf Installieren Sie Microsoft 365. Lass dich von dem Namen nicht abhalten. Klicke nochmal auf Installieren und es wird nichts installiert, sondern es wird eine App erstellt und die kannst du jetzt gleich in die Taskleiste anheften oder im Start anheften. Du kannst eine Desktop-Verknüpfung erstellen oder wenn du dich beim Gerät anmeldest, automatisch schon starten. Dann sagst du Zulassen. Nachdem die Installation fertiggestellt ist, hast du in der Taskleiste ein neues Symbol, aber auch im Startmenü. Und wenn du jetzt dort draufklickst, wird eben das Portal in einem eigenen Session gestartet und du kannst zum Beispiel sofort suchen über deine ganzen Sachen, die du im Tenant hast oder links auf meinen Inhalt wechseln und bist so einfach schneller an der ganzen Stelle, wie als wenn du das Ganze im Browser startest. Wenn du ganz, ganz schnell diese neue App öffnen möchtest, schiebst du das Symbol einfach ganz nach vorne in der Taskleiste und jetzt hast du die Möglichkeit mit der Tastenkombination Windows und 1, diese App sofort zu starten.